Ja, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Kingdoms of Amalur. Ihr seht, wir sind ganz woanders als in der letzten Folge und das liegt daran, dass ich in der die letzte Folge fertig hatte und das Headset ausgeschaltet hatte. Studenten der Magie, ja. Meister der Zauber. Lief gut, super, duper. Ich bin begeistert. Naja, was ist passiert? Eigentlich nichts wirklich Interessantes. Wir haben den Auftrag bekommen, dass wir drei Sachen besorgen sollen. Einen Ring, einen Kelch und ein Gewand. Und das machen wir gerade. Wir haben gerade zum Ende eigentlich der letzten Folge, die aber nicht erscheinen wird, haben wir den Kelch gestohlen. Den Ring würde ich gerne als letztes machen. Oh, falsches Haus. Naja, mal gucken, vielleicht kriegen wir den trotzdem. Ah, ich bin begeistert. Jetzt muss ich nochmal, das wirft mich im Zeitplan dann doch wieder nach hinten. Ist das nämlich jetzt die 9. Folge und nicht die 10., wie sie es eigentlich sein sollte. Ach, Mann. Ja, wow, läuft ja richtig gut. Ah, bei denen muss ich noch warten. Nee. Gut, eigentlich wollte ich den Ring als letztes machen, weil ich dachte, weil er soll ein geselliger Typ sein und ich dachte mir, ja gut, dann renne ich dann weg. Aber lief besser als ich dachte. Oh, ich könnte mich so in den Hintern beißen, weil ich normalerweise immer kontrolliere, ob mein Headset an ist. Und ja, ich hatte was gegessen und ja, musste noch etwas anderes zwischendurch erledigen und hatte dann auch mein Headset mal ausgestellt. Ja, toll. Mann. Ach ja, eine Neuerung, die ich gemacht habe, ist, ich muss X nicht mehr beim Rennen gedrückt halten, sondern ich drücke es einmal. Oh Mann, mich ärgert das so sehr. Es ist eigentlich nur eine Folge, aber die jetzt aufgenommen wird, die wäre eigentlich jetzt die 10. Das heißt, ich hätte die Hälfte meines Pensums erreicht. Abelria Seranon. Sagt mir, was führt euch an diesen heiligen Ort? Wollt ihr beten? Euer Schicksal weben lassen? Oder seid ihr wegen des Orisons hier? Obwohl es nur wenige eures Volkes auf sich nehmen, steht das Orison jedermann offen. Erledigt drei Aufgaben zu Ehren Lyrias und empfangt im Gegenzug ihren Segen. Der Segen ist mehr als eine Phrase. Indem ihr etwas von euch selbst gebt, um ihn zu erhalten, wird euer Gewinn größer sein als euer Opfer. Reise, Dienst und Schenkung. Sie wehen von außen nach innen, aus den Tiefen unserer Geschichte bis in diesen Augenblick. Ihr habt damit begonnen, als ihr in diesen Tempel kamt. Die erste Aufgabe ist die Reise. Hier, nehmt diese Amphore. Geht zu den drei Quellen, die Priesterin Tirin während ihrer Reise aus dem Norden segnete. Füllt etwas Wasser aus jeder Quelle in die Amphore. Die erste Quelle findet ihr außerhalb von Rathir. Die zweite im südlichen Galafor. Die dritte am Schneeschmelzpass. Kommt wieder, wenn ihr fertig seid. Ey, ich will dich beklauen. Ist dir bewusst, oder? Das ist auch nur ein Ausrufezeichen gewesen. Willkommen in unserem Tempel. Ich bin eine Tochter von Lyria. Eine von vielen Söhnen und Töchtern, die sich hier aufopfern. Meine Aufgabe ist es, über die heiligen Reliquien unseres Ordens zu wachen.
Leider gingen viele der Reliquien, die wir einst besaßen, verloren. Als der Krieg kam, schickten wir eine Reliquie in jede Festung. Dadurch stärkten wir zum einen den Glauben und die Moral der Soldaten und zum anderen hätten einige Reliquien die Zeit überdauert, wenn Rathir gefallen wäre. Wir haben sogar eine Belohnung für ihre Wiederbeschaffung ausgelobt. Aber leider will uns niemand helfen. Bin dabei. Na, hallo? Bitte. Ich weiß von mindestens 6, die zu den wichtigsten Festungen der Eratel-Ebenen gebracht wurden. Bringt mir alle, die ihr findet. Lyria belohnt jeden ihrer Diener. Mehr als eine? Lyria meint es wirklich gut mit euch. Nehmt das als Zeichen unseres Dankes. Aha, so was ist das. Okay. Wiedersehen. Willkommen in unserem Tempel. Gut, wiedersehen. Viele, viele Quests. Ja? Was macht ihr hier? Ich bezweifle, dass ihr ein Kind Lyrias werden wollt. Bei Lyria könntet ihr vielleicht ein wenig leiser sprechen? Ich kann gut darauf verzichten, dass mir irgendjemand hier auf die Schliche kommt. Und lasst mich raten. Ihr seid ein Reisender mit dem Auftrag, die Kutte der Maid zu stehlen. Tut mir leid, ich war schneller. Die Kutte gehört mir. Ich schätze, ihr habt recht. Irion hat natürlich einen Hang zum Melodramatischen, aber ich weiß, wie schwer es ihn getroffen hat, mich zu verlieren. Wie es scheint, kann ich die Reisenden nicht hinter mir lassen. Sie sind wirklich mein Leben. Nun gut, nehmt die Kutte. Ich kehre ins Mondlager zurück. Ihr seid entlassen. Es ist so einfach. Mit Überzeugung geht doch einfach alles. So. Ich würde mich mal eben etwas bequemer hinsetzen. Ach ja. Ich glaube, ich muss heute noch so 4 Stunden oder so aufnehmen, wenn alles nach Plan verläuft. Guck mal hier. Diese Mauern sind uns gegen, sie sind für uns Frieden und Bastion gegen die Truppen dort unten und nichts als Böses wollen. Diese Nadel, zu der wir den Blick erheben, ist ein mächtiges Leuchtfeuer und Zeugnis der Herrlichkeit Lyrias, der Weisheit, ihrer Magie und der Macht ihrer ewig während der Musik. Wir werden uns in der Grüße in jeden Winkel der Welt gewandt an Lyrias, hat ohne Hass oder Misstrauen, sondern voller Stolz. Puh. Wow. Ich glaube, das hatten wir schon mal gelesen. Was für ein Geräusch. Die Stadtwache schläft nie. Schnellreise macht halt keinen Sinn, ich muss halt nur durch die Stadt. Das sind wieder sehr viele Ladebildschirme, aber naja. Studenten der Magie, Meister der Zauber. Huch. Ah, die Kameras, man, die schwingt noch so hinterher. Seid ihr neu in Rathir? Nein, ich will weg. Klar. Durchbohrungsschaden. Oh,
Fremder. Was war das denn gerade? Naja, ihr seht, guck mal hier, ich tippe einmal den Controller, also den Stick an. Ja, jetzt will er nicht. Gut, jetzt will er nicht. Egal. Ich hoffe, er hält noch lang genug durch oder ich ertrage es auch noch lang genug. Für die mindestens 20 Folgen. In der Hoffnung, dass ich Anfang des neuen Monats das Geld habe für einen neuen Controller. Ein Leben im Tempel der Lyria ohnehin nicht ertragen. Das Mondlager ist der Ort, an dem mein Herz und meine Seele zu Hause sind. Leb wohl! Ihr habt die Gegenstände gestohlen und auch das Herz meiner holden Maid zurückerlangt. Nehmt diesen Ring als Dank für die Rettung meiner Ehe. Meine Schwüre ruhen nun in meinem Herzen. Ihr seid eurem Ziel, ein Meisterdieb zu werden, somit einen weiteren Schritt näher. Möge der Hierophant bei jedem eurer Schritte über euch wachen. Dabei fällt mir ein, dass es einen weiteren Auftrag gäbe. Möchtet ihr ihn annehmen? Es wurde ausdrücklich gewünscht, dass ihr diesen Auftrag gemeinsam mit einem Reisenden aus dem Mondlager erledigt. Einem Mann namens Fassmer Hum. Ja, der Hierophant hat darauf bestanden, dass ihr und Fassmer... Aber Fassmer ist kein Gläubiger. Warum sollten wir einen Frevler fördern? Geht und betet vor dem Hierophanten. Dort findet ihr eure nächste Aufgabe. Alles klar. Guten Tag. Welch eine Freude. Du bist Fassmer. Ihr seid gekommen. Gut. Nun, wo ihr bereit seid, fortzufahren, weiß ich, was getan werden muss. Ihr und Fassmer Hum werdet das Amulett von Riten stehlen. Der Ungläubige hat ausnahmsweise zugehört und ist begierig darauf, sich zu beweisen. Deshalb wird er euch bei dieser Mission helfen. Der Gegenstand, den ihr für mich stehlen sollt, ist das Amulett. Das ist die einzige Information, die ihr benötigt. Riten ist ein Labyrinth von sonderbarer Art. Um seine Tiefen zu erforschen, werdet ihr mit Fassmer Hum, einem weiteren Reisenden, zusammenarbeiten. Fassmer empfindet nicht die nötige Verehrung für den Hierophanten, Schatten. Er wird während dieses Auftrags lernen, wie wichtig Respekt ist. Okay. Ihr habt also alles kapiert, ja? Der Hierophant schickt uns nach Riten. Ich habe den Hierophanten immer für eine gehörnte Bestie gehalten. Er sagt Dieben, was sie stehlen und freien Leuten, wen sie anbeten sollen. Toller Anführer. Ich kam eigentlich hierher, um meine Ruhe vor Befehlen zu haben. Aber ihr Reisenden befolgt auch nur Anweisungen. Genau wie alle anderen. Ich habe ein Leben im Luxus aufgegeben, um zu einem legendären Reisenden zu werden. So wie der wirbelnde Tom oder vielleicht sogar so wie Maire oder Irion früher mal waren. Als ich mich den Reisenden angeschlossen habe, wollte ich Gesetze, Regeln und Besitz hinter mir lassen. Und das nur, um mir jetzt einen neuen Seher aufzuhalsen. Wohl eher einen neuen Aufseher. Tja, hier bin ich und brabble wie ein dreifach verdammter Malzwurm. Oder wie der Hierophant. Sucht es euch aus. Ihr betretet Riten durch den Haupteingang. Ich nehme einen anderen Weg und treffe euch dann dort drin. Na los, weiter. Alles klar. Oh, das ist gar nicht so weit weg.
Der ist schon weg, oder was? Wie viele gibt's eigentlich von denen? Kann ja nicht sein, dass ich tausende von denen töte und trotzdem noch welche kommen. Ihr habt es also geschafft. Vergesst nicht, dass hier mehr als nur euer Ruf auf dem Spiel steht. Ich hoffe, ihr seid bereit. Also gut, wie es aussieht, ist auf meiner Seite ein Hebel. Und er scheint irgendwas auf eurer Seite zu öffnen. Ja, geht nur. Okay. Ich gehe jetzt einfach mal weiter. Jetzt wüsste ich gerne, was es denn jetzt hier öffnet. Wie ich sehe, habt ihr es wohlbehalten hindurchgeschafft. Dann ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, den Gefallen zu erwidern. Der Weg hier ist versperrt. Seht ihr auf eurer Seite irgendwo einen Hebel? Ja, geht nur. Eine sehr ausgeklügelte Technik. Du brauchst zwei Leute, um hier überhaupt reinzukommen. Das ist... Magier.
Muss der eigentlich nicht gegen irgendjemanden kämpfen? Es gibt ein Problem. Ich finde keine Möglichkeit, weiterzukommen. Und ich habe nichts gesehen, was uns weiterhelfen würde. Also schätze ich, dass ihr wieder dran seid. Ist da irgendwas auf eurer Seite? Ja, geht nur. Was war das denn? Oh, verdammt! Da ist der Dieb! Oh. Ich sollte versuchen, ihm zu helfen. Er ist jetzt tot. Ich meine, er ist ja auch ein Ungläubiger, so was ist. Ungläubiger! Wieder so ein Relikt, was ich brauche. So, wie komme ich jetzt hier weiter? Er scheint ja tot zu sein. Ich mache einfach selbst die Tür auf. Klar. Das ist auch eine Möglichkeit. Tja, sieht aus, als hätten wir es entgegen der Voraussagen des Hierophanten geschafft. So viel zu seinen vielgepriesenen Prophezeiungen. Die Tür wird durch zwei Druckplatten geöffnet. Und jetzt? Was glotzt ihr denn so? Was? Es brennt! Es ist... Ich kann mich nicht bewegen! Also ist im Flur zu stehen und reagiert nicht. Na, ciao, ne? Denk nicht mal dran, Magier. Komme ich denn da nicht vernünftig rüber? Die haben eine seltsame Abfolge. Hätte ich die entschärfen können? Habe ich nicht drauf geachtet. Naja. Jetzt sind wir drüben. Thank you.
Na, wenn das mal kein atemberaubender Anblick ist. Mein kleines Täubchen ist erwachsen geworden und raubt ohne Not oder Sinn diesen Ort aus. Es war nicht ganz einfach, euch und den armen Phasma hier unten aufzuspüren. Aber als ich gehört habe, auf was für einer Mission ihr seid, musste ich euch ausfindig machen. Der Hierophant hatte es auf mich abgesehen. Er wollte mich am Galgen sehen, weil ich nicht sein fügsamer kleiner Diener sein wollte. Also habe ich die Reisenden verlassen. Ich schätze, er dachte, solange ich die Botschaft nur verstanden habe, macht es keinen Unterschied, ob ich tot bin oder nicht. Da hat sich der Hierophant wohl geirrt. Ich musste so viel über den Hierophanten in Erfahrung bringen, wie ich konnte. Und das hat mich hierher geführt. Zu euch. Ich war eine Weile im Dunkel verschwunden, Täubchen. Und das tut mir leid nach allem, was ihr in Ohnswehr für mich getan habt. Aber ich musste mal abtauchen und ein wenig graben. Und ich habe auch etwas gefunden, Täubchen. Ja, ich habe etwas gefunden. Ich hatte euch doch gesagt, dass mir der Hierophant eine Falle gestellt hat. Und nur, falls ihr daran gezweifelt haben solltet, der Hierophant hat euch und Phasmer hier ebenfalls eine Falle gestellt. Das war eine Falle des Hierophanten? Denkt nach, Täubchen. Ja, Phasma hat sich das Maul über den Hierophanten zerrissen. Aber bei euch sieht die Sache anders aus. Ich habe ein wenig nachgeforscht. Der Hierophant sieht alles und weiß alles, heißt es doch. Und das macht euch zu einer Bedrohung. Ihr wurdet beide hierher geschickt, weil der Hierophant wusste, dass zumindest einer von euch verflucht werden würde. Also bin ich hier, um euch zu helfen. Wir helfen dem armen Phasma. Ich habe gehört, dass euch dieser Auftrag nach Riten führen würde und außerdem etwas über das Amulett herausgefunden. Diese Gemme sollte in der Lage sein, den Fluch aufzuheben. Gebt sie Phasma. In Ordnung? Jetzt muss ich doch dem wieder helfen. Naja. Ich finde ihn nicht so sympathisch. Ich kann sie einfach... Okay, vielleicht auch nicht. Gerettet. Als ich in diesem Fluch gefangen war, wusste ich nicht, was geschehen würde. Aber ihr habt mich gerettet. Die Augen. Und Grimm ist hier. Grimm Onweg? Es hieß, er sei tot. Ihr solltet mit ihm reden. Wie es aussieht, seid ihr derjenige, wegen dem er hier ist. Na los, weiter. Schön zu sehen, dass ich Phasma wieder rühren kann. Sorgen wir dafür, dass ihn der Hierophant nicht erwischt. Und wenn ihr Irion seht, dann sagt ihm, dass Phasmer tot ist. Aber kommen wir zu etwas anderem. Ihr seid durch diese Länder gerannt, wie es ein guter Reisender eben tut, Täubchen. Aber jetzt habe ich einen Auftrag für euch. Wir alle haben die Bosheit des Hierophanten zu spüren bekommen. Lasst uns nun dafür sorgen, dass wir diesen Gefallen erwidern. Ich habe einen Plan, Täubchen. Wir tun mehr als einfach nur Rache nehmen. Wir vertreiben den Hierophanten von der Macht, damit die Reisenden von niemandem mehr beherrscht werden. Der Hierophant wollte, dass ich den Tod finde, während ich ein bestimmtes Buch stehle. Die schwarzen Sendschreiben. Das ihr dann den Gnomen im Austausch für meine Freiheit überlassen habt. Ich könnte mir kein besseres Werkzeug meiner Rache vorstellen. Allerdings haben es die Gnome versteckt. Und damit wir es aufspüren können, müsst ihr den Spiegel der Weite stehlen. Es ist unglückselig, Täubchen, aber es ist nun mal euer Los. Der Hierophant weiß alles und sieht alles. Außer euch. Er befindet sich in einer alten Erati-Ruine im Süden, die man die geschwärzte Halle nennt. Zwischen euch und dem Spiegel stehen eine Armee von Dämonen und drei Prüfungen. Damit ihr die Prüfungen überwinden könnt, habe ich euch am Eingang der Ruine ein Geschenk hinterlassen. Borus Stiefel. Zusammen mit dem Amulett, das ihr und Phasmer gestohlen habt, dürften sie euch äußerst nützlich sein. Der Spiegel ist mächtig und gut geschützt, Täubchen. Aber ihr seid nun mal der Einzige, auf dem der Blick des Hierophanten nicht ruht. Es hängt alles von euch ab. Dann lasst euch von mir nicht aufhalten, Täubchen. Viel Glück!
Alles klar, dann würde ich sagen, machen wir hier ein Folgenpäuschen und in der nächsten Folge geht es zur geschwärzten Halle. Bis dahin. Ciao.